zum neuen YouTube-Video. Heute stellen wir euch neun Sachen von Tokyopop, damit ihr wisst, was jetzt da ist und damit ihr auch up-to-date bleibt. Ja, wir haben hier zwei neue Serien und ja, lass uns anfangen. So, aber fangen wir erstmal an mit den neuen Einzelband. Wie man sieht, ist es Boys Love und es ist ein sehr schickes Cover. Und gibt es auch in zwei Editionen, einmal in der Standard-Variante und einmal in der Limited Edition, die ich gerade nicht da habe, die dann vorne auch Gold ist statt Silber. Geht um einen Typen, der auf einem Model steht, und um an dieses Model ranzukommen, wird er selber Modedesigner, in der Hoffnung, ihn nahe zu kommen. Darum geht es auf jeden Fall. Sehr cool. So, und dann gibt es noch ein Boys Love, und zwar Finder. Der erste ist ja immer noch indiziert, aber die Reihe geht endlich weiter, auch wenn die schon gefühlt ewig alt ist. Ja. Gibt auch wieder in zwei Editionen, einmal die normale. Und einmal die Limit. Und einmal die Limited in Erstauflage. Ist jetzt, wird auch nicht mehr nachgedruckt, sobald der erste Schwung weg ist übrigens. Also holt sie euch, wenn sie ihr haben wollt. Das ist immer so. Genau, der 10. ist auch schon mit Limited angekündigt. So. So, haben Boys wir Love? Haben wir noch mehr Boys Love? Nehmen wir Girls Love, okay? Ist so ähnlich. Und zwar Küsse und weiße Linien, Lilien für meine Liebsten. Weiter geht's an der Mädchenakademie Band 3. Dann war ein Boys Love. Wir haben noch ein Boys Love von Deine Küsse lieben Lügen Nummer 6. So, so, dann kommen wir zu Romance, oder? Romance. Zum Glück bei dir, Nummer 5. Ein Isekai mit Konosuba. God's Blessing on His Wonderful World Nummer 5. Da kommt dort der Light Novel raus demnächst. Genau, einer von vielen, die da demnächst kommen. Servamp geht auch weiter mit Band 15. Ich glaube, die hast du nicht mehr im Sortiment, ne? Nee, dafür kam der einfach zu selten. So, was ganz Neues. Genau, letztes Mal haben wir Ultraverse euch einen Cinderella-Titel gezeigt, aber Tokyopop kann das auch. Ach so. Und zwar Promise Cinderella. Ich dachte, das wäre bei Ultraverse, genau. Ich dachte, der Manga ist genau. Schon weiter. Zum Vergleich, welchen er dachte, ist der hier. Aber das ist eine völlig andere Prämisse. Hier geht es um die junge, selbstbewusste Hayame. Die stellt aber fest, dass ihr Mann eine Affäre hat und wird von ihr auf die Straße gesetzt. Dann lernt sie einen jungen Dude namens Isa, Highschool-Schüler Isa, kennen, die sind mal maßregelt in der Bahn. Aber dann, um Geld zu verdienen, muss sie seinem Befehl folgen. Sie zieht bei ihm ein. Natürlich ist er ein bisschen angepisst und sagt, ja, du musst aber machen, was ich will. Genau. Weil vorher ist mich im Maß regelt. Darum geht es auf jeden Fall. Bisher gibt es 10 Bände in Japan. Genau, es zählt unter Drama übrigens. Wollen wir reinschauen? Wollen wir? Und zwar hier. Was sagst du dazu? Gefällt es dir? Ja, so abgeneigt bin ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich möchte jetzt keine neuen Mangas kaufen. Das heißt, keine neue Serien. Tja, kein Platz, oder? So ist das halt. Kommen wir zum nächsten Neustart, der bisher 6 Bände hat. Die Zeichnerin kommt euch vielleicht bekannt vor von Wo die Liebe anfängt. Beziehungsweise der ist mit 6 Bänden abgeschlossen. Genau, mit 6 Bänden insgesamt, ja. Mit Zollschokard? Genau, es gibt eine Schokokard. Und um was geht es? Es geht um Nishiki, das ist dieses Mädel hier. Die lebt auf dem Land und wird ganz traditionell erzogen. Und wie das immer in Japan ist, wählen die Eltern den Verlobten für die Tochter aus. Ist halt so. Ah, okay. Wusste selber auswählen musst du nicht. Wusste ich nicht. Wusstest du nicht? Nee. Noch nicht so viele Mangas gelesen, oder? Ja. Weißt du, musst du dir auch nicht das Problem machen, so du musst dir eine Freundin suchen, weil das machen deine Eltern ja für dich. Ach so. Kann man so oder so sehen. Also ich hätte was dagegen. Ich finde das als, ja, ich finde das auch als Nachteil. Ich hätte was dagegen. Genau, aber sie hat halt andere Pläne, wie das nun mal so ist in dem Alter. Und kann sie ihre Eltern überzeugen, ihren eigenen Weg zu gehen? Das werden wir erfahren. Ja. So. Dann nächster Romance. Boyfriend in Orange. Nummer 6. Sieht ziemlich schön aus, diesmal. Dann haben wir vorhin noch einen Girls Love vergessen, namens Café Liebe. Nummer 7. Dann haben wir Spice and Goustache. Nummer 6. Dann haben wir Spring Love You Nummer 2. Was am Ende ein schönes Rückencover ergibt, was ja jetzt öfter vorkommt. Das sollte auch öfter passieren. Genau, wie zum Beispiel bei Die Geschichte vom Untergang unserer Liebe. Nummer 4. Obwohl, nee, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt kein Gesamtbild auf jeden Fall, aber ist trotzdem ein schönes Seitencover. Dann haben wir noch Starlight Dreams Nummer 5. Jetzt kommen wir zum Action-Bereich.
Bleach Nummer 19. Noch 7 Ben. Fire Force 23. Da habe ich jetzt gerade gesehen, dass 29 erschienen ist in Japan. Und zu guter Letzt, glaube ich. Noch nicht ganz zu guter Letzt. Akashic Records Nummer 10. Was fehlt denn jetzt? Dann zeigt Zhao euch noch den da, währenddessen ich das hole. No Guns Live. Erscheint auch wieder, wurde irgendwie abgebrochen nach ein Jahr oder zwei Jahre. Aber es läuft jetzt weiter. Weil er öfter ist. Dann haben wir hier noch Real Life Nummer 6. Ist ein Manhwa, habe ich gehört. Weil es in Farbe ist. Ja, aber es ist ein Manga. Es sieht ja nicht von Koreaner, also es ist nur ein Manga, ganz normal. So, Grimoire, Abschlussband, Band 5, Heilkunde magischer Wesen. Dann gibt es noch Wer liebt den Prinz und Teufel 14. Und, glaube ich, und das Novel von Sword Art Online, und zwar diesmal Hallucination Dividing Nummer 13. Genau, das ist ein Riesenschwung an Sachen. Aber was mögen wir davon? Ich glaube nicht so viele, oder? Schauen wir mal. So viel ist für uns, glaube ich, nicht dabei. Doch. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du mal an. Also Bleach, auf jeden Fall. Black Clover ist gar nicht dabei. Promise Cinderella. Ja, komisch, das reicht. Ist irgendwie so viel dabei. Tja, ist ja komisch. Sonst würde ich sagen, No Guns Live. Ein Typ mit so einem Waffengesicht. Kommt auch bald bei Kase raus auf DVD. Also, stimmt, genau. Und ja, das war's bei dir. Easy. Finder. Punkt, Ende, aus. Finder. Punkt, aus. Okay. Ja, das war's. So, dann, so, dann haben wir noch wieder lieferbar und wieder teurer. So, Black Clover 2, 9, 10, 18, 19, 22, 25 ist wieder lieferbar ab diesem Monat und kostet dann 7,50 Euro. Citrus 1 ist wieder lieferbar. Bleach Extreme 6 läuft anscheinend ziemlich gut, ist auch wieder lieferbar. Die Braut des Magiers. Die Rothaarige Schneeprinzessin 18, jetzt aber für 7,50 statt, glaube ich, 6,99. Ja, ja. Dann, weil das Anime gestartet ist, Ein Fremder am Frühlingsstrand 1 bis 3. Das stimmt. 3. Cool, das wollte ich auch kaufen. Kommt ja auch bald bei Kase raus. Kommt bald Kase raus. Ist der jetzt erschienen? Der Manga? Ja. Nein, der Manga kommt doch schon vor 3 Jahren. Ich meine, der ist jetzt wieder da. Genau, der ist jetzt wieder im Juli lieferbar, weil der vierte ist vor kurzem neu gekommen. Fire Force 7, Horizon of Shield Hero 1 und 7 und Verliebt in Prinz und Teufel ist auch ziemlich beliebt mit Band 10, ist auch wieder lieferbar. Ich habe auch gehört, dass Gute Nacht Pumpum wieder erscheint. Ja, das habe ich noch nicht gelesen, Band aber 1 ist auf jeden Fall gut. Und 2, kann ein bisschen länger dauern, aber es wird erscheinen. Ja. Genau. Das wär's? Genau, als nächster Verlag, der kommt, nächste Woche kommt wahrscheinlich nichts. Obwohl, hängt davon ab, wenn ihr das Video sieht. Als nächstes kommt Ultraverse bei uns auf jeden Fall. Genau, in Kombination. So sieht das aus. Und dann sehen wir uns halt eventuell nächste Woche. Genau. Bis dahin. Peace.